Ist die IT aus der Cloud der alleinige Weg in die Zukunft? Und wie beurteilen Unternehmen des gehobenen Mittelstandes und große Unternehmen die Cloud-Services? Diesen Fragen ging die Lünendonk GmbH im Rahmen einer Trendstudie auf den Grund. Was hat sich gezeigt? Erstens. Ziel der IT ist es, die Services noch schneller verfügbar zu machen und die Fachbereiche noch besser zu unterstützen. Diese Landkarte hier soll helfen, den Dialog zwischen IT und Fachbereich einmal ganz untechnisch zu führen. Denn der Erfolg mit Cloud-Services kommt nicht im Alleingang. Zweitens. Die befragten Unternehmen setzen Cloud-Services überwiegend bereits ein oder planen deren Einsatz in den nächsten 2 Jahren. Dabei ist es nicht nur die IT, die die Cloud-Services nutzen will. Business-Apps oder Anwendungen aus der Cloud sind schnell und einfach nutzbar. Auch wenn die Fachbereiche nicht unbedingt Cloud sagen, wollen sie haben, was die Cloud verspricht. Doch vieles wird komplexer. Drittens. Größere Unternehmen bevorzugen die Private Cloud, also ungeteilte Infrastrukturen, die entweder im eigenen Rechenzentrum betrieben werden oder beim Dienstleister. Denn die größeren Firmen können ihre gewachsene und hochintegrierte IT nicht einfach über Bord werfen. Dort, wo die Integration nicht im Vordergrund steht, beispielsweise bei Collaboration Tools oder Webkonferenzen, werden auch Virtual, Hybrid oder Public Clouds genutzt. Viertens. Die größten Herausforderungen sehen die Unternehmen neben den Datenschutz-, Security- und Rechtsthemen im Integrationsaufwand mit den Kernsystemen. Ein CIO sagte dazu, ohne Integration schaffen wir nur neue Insellösungen. Fünftens. Der hohe Integrationsbedarf bietet nicht nur Chancen für die großen Player. Auch mittelgroße und kleinere IT-Beratungsunternehmen haben hier weiterhin ihre Chancen. Denn in der Cloud zählt Integrationskompetenz. Es zeigt sich, das Thema Cloud reicht weit über die Grenzen der IT hinaus. Die Unternehmen müssen daher den Dialog und teilweise auch die Verantwortlichkeiten für die technische Basis der Geschäftsprozesse neu organisieren. Die Trendstudie ist über die Webseiten der Partnerunternehmen kostenlos zum Download verfügbar.